Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther und wir spielen Ghost und wir spielen was ganz Neues. Wir haben heute mal wieder Quiz Time. Bedeutet, ihr dreht euch bitte jetzt alle mal Richtung Abgrund. Und ich hatte ja vorhin gefragt, ob ihr tatsächlich der Meinung seid, dass ihr mich kennt. Von daher werde ich euch jetzt immer eine Geschichte von mir erzählen. Und ihr antwortet mit, die ist wahr oder die ist unwahr. Wenn ihr recht habt, bleibt ihr stehen. Wenn ihr unrecht habt, geht ihr einen Schritt nach vorne. Oh, das ist ja gemein. Asterix. Nee. Ja? Ich hab... Hallo? Red ich oder willst du reden? Also, Asterix. Ich habe in meinem Leben schon mal einen Porsche gefahren. Stimmt das? Oder stimmt das nicht? Ich sag mal, nein. Richtig, bleib stehen. Loli. Ich war mal mit einer Frau zusammen, die war 20 Jahre älter als ich. Stimmt es oder stimmt es nicht? Stimmt. Stimmt? Quatsch. Geh einen Schritt nach vorne. Fred. Ich war mal mit einer Frau zusammen, die war 20 Jahre jünger als ich. Stimmt das oder stimmt das nicht? Denke mal, das stimmt nicht. Richtig. So, wen haben wir da jetzt? Ubis Games. Also von Eurobus Games, also zu May. Ja. Ich habe 3 abgeschlossene Berufsausbildungen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt nicht. Doch, das stimmt. Einen Schritt nach vorne. Ich bin Tiefbauer, Straßenbauer, Baumaschinist. Oh, wo höre ich mich denn doppelt? Das ist auch schön. Baumaschinist, Kunstglaser, Miniaturglaser. Und dann noch alles, was mit Security zu tun hat. Also, wen haben wir da? Da kann ich den Namen nicht lesen. Das ist auch cool. So, Horst Schlemmer. Ja. Herzhaft. Ja. Horst Schlemmer. Habe ich einen Motorradführerschein, ja oder nein? Oh mein Gott, nein. Richtig. Soul Rapper. Bin ich Motorrad gefahren, ja oder nein? Nein. Doch, einen Schritt nach vorne. Aber da, wo man keinen Führerschein braucht. Mr. Karchen. Bin ich professionell Rallycross gefahren, ja oder nein? Hier steht einer vor mir. Ja, das bist du. Nein, bin ich nicht. Einen Schritt nach vorne. Nicht professionell, sondern Amateur. Ach. Da kann ich den Namen auch nicht lesen. Hä? Ja, doof, ne? So, Relix. Ja. War ich schon mal in Amerika, ja oder nein? Ja. Nein. Da ist er. Komm. Noch ein Schrittchen nach vorne. Ah, du verstehst es langsam. Das ist auch cool. Ja, tut mir leid. Asterix. War ich schon mal in Japan, ja oder nein? Nein. Richtig. Juhu. Loli. War ich schon mal in Italien, ja oder nein? Ja. Stimmt. So, Fred, war ich schon mal 2-mal hintereinander innerhalb von 24 Stunden in London? Ja oder nein? Ja. Stimmt. Der war gut. So, nächste Frage. Lass mich überlegen. Genau. Stimmt das, dass ich mit 20 noch nicht schwimmen konnte? Nee. Stimmt nicht? Stimmt nicht. Da hast du recht. Horst Schlemmer. Stimmt das, dass ich schwimmen gelernt habe, indem ich meinen Bruder einfach ins Wasser geschmissen habe, ich untergetaucht bin und er mich dann hochgezogen hat und wieder losgelassen und dann musste ich ja schwimmen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Oh mein Gott. Was für eine Frage. Ich würde mal sagen, nein. Doch, das stimmt.
Der hat mich tatsächlich, der hat mich einfach ins Wasser geschmissen. Soul Reaper. Also ich mach das alles random, ne? Also ich tu mir da, hab ich nicht vorher was... Oh, Eloy, tust du mal bitte muten? Ja, warte. Also ich tu mir das alles random einfallen lassen, von daher. Aber es haben mich ganz viele immer geschrieben, ja, erzähl doch mal was von dir und so weiter. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn, dann machst du einen Quiz daraus. Von der her, Soul Reaper. Mein erstes Spiel war kein Shooter. Stimmt das? Jo, das stimmt. Tatsächlich, das stimmt. Weil es war... Richtig. Das war jetzt die Frage für den Nächsten. Ohne Punkt, ein Schritt zurück. Aber mein erster Shooter war Modern Warfare 2. Stimmt das, Mr. Karchen? Nee, das stimmt nicht. Da hast du recht. Denn mein erster Shooter war Modern Warfare 3 Relix. Keine Antwort ist auch tot. Ach so, der. Der hat sich gemutet. Scheiße gelaufen. Also, wenn du Nein sagst, dann hockst du dich hin. Wenn du Ja sagst, bleibst du stehen. War MW3 mein erster Shooter? Nein, sagt er. Okay, das stimmt. Tatsächlich. Kannst wieder aufstehen. Arma 2 war mein erster Shooter. Stimmt das, Asperix? Nein. Das stimmt, tatsächlich, du hast recht. Juhu, schon dreimal eingeloggt. Loli, Black Ops 1 war mein erster Shooter. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt. Richtig. Fred, ich habe als erstes in der deutschen E-Sport-Bundesliga MW2 gespielt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt. Richtig. E-Boost Games. Ich habe als erstes... nicht als erstes, aber ich habe auch Modern Warfare 3 in der DSBL gespielt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt nicht. Richtig. Horst Schlemmer. Ich habe Black Ops 1 in der deutschen E-Sport-Bundesliga gespielt. Na klar. Nein, stimmt nicht. Ein Schritt nach vorne. So, Reaper. Ich war Vorstand in der deutschen E-Sport-Bundesliga. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt. Ja, da hast du recht. Ey, ihr müsst stehen bleiben, ne? Sonst schieße ich. Mr. Karchen. Ich war für... Ja. Alle COD-Teile zuständig. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nee, ich glaube nicht. Doch, das stimmt. Du darfst einen Schritt nach vorne gehen. Wir müssen mal größere Schritte gehen. Mir fällt bald nichts mehr ein und das Video wird zu lang. Also, Relix. Ich habe Fahrradfahren gelernt, indem man mir drei Räder dran gemacht hat. Also solche, ne? Abstelzen-Dinger da. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ach so, nein, stimmt nicht, wenn er sich hinhockt. Du hast recht, darfst stehen bleiben. Asperix. Ja? Mir hat jemand das Fahrradfahren beigebracht. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich sag mal, nein. Der hat wieder recht. Juhu, Glücksträhne. Loli. Ich habe als Jugendlicher mit einem Ruderboot, habe ich Holz über einen See gezogen und transportiert. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich würde sagen, stimmt. Das stimmt tatsächlich. So, Fred. Wir hatten früher hinter einem Haus ein kleines Flüsschen, wo ich geangelt habe. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nein. Doch, das stimmt. Ein Schritt noch weiter nach vorne. Noch ein Schritt. Kann ich. Wie, du kannst nicht? Ja, ich werde hier blockiert von links und rechts. Dann ich gehe zur Seite. Genau. Ja, da kannst du stehen bleiben. Wunderschön. Genau. So, Ibos. Mein erstes Auto war ein Audi. Stimmt das? Nicht. Gut. Mein erstes Auto war ein Opel. Horst Schlemmer.
Ein Opel. Nee. Ja. Stimmt nicht? Einen Schritt nach vorne. Boah. Es war ein Opel Kadett. Ja. Und Soul Reaper, der hatte die Farbe Blau. Nein. Richtig. Mr. Karchen, der hatte die Farbe Rot. Ja. Nein, stimmt nicht. Dahin. Dann komm. Station. So. Mr. Relix. Jo. Ich bin schon mal mit einer einmotorigen, mit einem einmotorigen Flugzeug geflogen. Nicht selber, sondern mitgeflogen, logischerweise. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nein. Richtig. Asperix, ich bin vor 2 Jahren das erste Mal geflogen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich sag mal jetzt einfach ja. Das stimmt tatsächlich. Das erste Mal bin ich zur Gamescom geflogen. Vorher bin ich noch nie geflogen. Loli, seitdem bin ich auch schon mit einem Hubschrauber geflogen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Also mitgeflogen, logischerweise. Stimmt. Nicht. Bitteschön. Na komm, da ist der Punkt. Na komm, noch ein Stückchen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ich stehe ja gleich schon nach einem Tag 2 Schritte im Abgrund. Ja, ihr sollt ja auch langsam dahin kommen. So, Fred. Jawohl. Ich trage am liebsten Turnschuhe. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, das stimmt mal, würde ich sagen. Das ist tatsächlich recht. Jawohl. Mr. Ibus Games. Ich trage öfters Hüte. Stimmt das oder stimmt das? Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Dahin. So, Horst Schlemmer. Ich habe mich bis vor 2 Jahren eigentlich nie richtig rasiert. Ich hatte immer so ein 3-Tage-Bart. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt. Stimmt tatsächlich. Soul Reaper. Ich war schon mal verheiratet. Jo, stimmt. Tatsächlich. So, Mr. Karchen. Ja. Ich bin 2000 nach Berlin gekommen. Nein. Tatsächlich, das stimmt nicht. Sondern ich bin 2007 nach Berlin gekommen. Stimmt das, Rix? Nö. Doch, das stimmt. Dahin. Na, weiter. Noch einen großen Schritt. So ist es schön. So, Asperix. Ja? Ich habe heute... Ich habe heute 2 Studioboxen bekommen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt. Tatsächlich. Von Just Music sind meine Studioboxen endlich angekommen. Und gestern, Loli, sind von Aizio 2 Bildschirme im Wert von 1000 Euro bei mir angekommen. Stimmt das? Ja. Das stimmt tatsächlich. Und Fred, jetzt müsste eigentlich die nächsten Tage von Nvidia 2 780er Grafikkarten bei mir ankommen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, ich denke, das stimmt auch mal, ne? Nee, das stimmt nicht. Es kommt für mich nur eine. Bitteschön. Ach, guck mal, da liegt sogar ein Bildschirm. Der ist aber kaputt. Komm, noch ein Schrittchen, mein Freund, bis zum Bildschirm. Hey, das ist der 2. Schritt gerade mal. Und ich Ich habe auch erst 2 und stehe schon überhaupt. Tut mir schon so leid. Ibus Games. Ich fahre am Montag nach Bremen zur Firma Atlas, weil der Chef von dieser Weltfirma mich persönlich eingeladen hat, sein Gast zu sein. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt nicht. Doch, das stimmt, mein Freund. Darfst dich genau da auch hinstellen. Cool, nach Bremen, da wohne ich. Ja. Wenn, also das ist aber ein bisschen abseits, sonst würde ich da ein Abo-Treffen machen. So, ach so, schade. Horst Schlemmer. Lass mich überlegen. Ja, morgen, genau. Morgen fahre ich einen 16-Tonnen-Bagger, um ein neues Video zu produzieren. Stimmt das oder stimmt das nicht? Oh mein Gott, nein. Doch, das stimmt tatsächlich. Du darfst da hingehen. Komm, 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 weiter, 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 weiter. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Genau. So, der nächste wäre Soul Reaper. Soul Reaper, heute Abend
habe ich ein Casting, also nicht so ein richtiges Casting, aber ne, so eine Vorstellung, wo ich mich mit den Leuten bespreche und so weiter, weil die mich gefragt haben, dass ich bei einer Fernsehserie mitmache. Und die Fernsehserie nennt sich Gute Zeit des schlechten Zeiten. Stimmt das oder stimmt das nicht? Jo, das kann sein. Nein, es stimmt nicht. Verdammt. Dahin. GZSZ, Alter. Ja. So. Mr. Karchen, für dich wird's eng. Das ist der letzte Schritt, danach geht's abwärts. Oh. Heißt die Fernsehserie Explosiv? Nein. Das stimmt, da hast du recht. Mr. Relix, heißt die Fernsehserie Berlin Tag und Nacht? Nein. Doch. Das ist tatsächlich die Fernsehserie. Da vorne hin. Noch ein Schritt. Noch ein Schritt. Sehr schön. Oh, der Asprix, der hält sich richtig gut hier. Siehst absolut du, ich guck immer die Videos. Ja, Mr. Asprix. Ich verlose in Facebook 200 Euro. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt nicht. Da hast du recht. Denn es sind 50 Euro, Loli. Oh, war zu lange nicht auf Facebook. Das musst du auch wissen. Psst. Ich würde sagen, du würdest nicht wirklich Geld verlosen, sondern eher irgendwas anderes, was du bekommst oder so. Also was denn nur? Tue ich es oder tue ich es nicht? Nö. Nicht. Da hast du recht. Mr. Fred, ich verlose 100 Euro. Ja, das stimmt. Genau, das stimmt nämlich. Mr. Ibus Games. Und ich möchte 5 Mädels einladen, mit mir in Berlin shoppen zu gehen. Stimmt es oder stimmt es nicht? Stimmt nichts. Richtig, denn es sind 3 Mädels, Horst Schlemmer. Nein. Doch, es sind 3. Tatsächlich 3. Bis vorne an den Abgrund, komm. Komm. Noch gut, gut, gut. Reicht. Er will freiwillig fliegen. So, Soul Reaper. Es machen bei dem Adventskalender von Game Insight außer mir noch 22 Leute mit. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ne. Nein, das stimmt nicht. Mr. Karchen, es machen nämlich 23 Leute mit. Ja. Das stimmt nicht, weil es machen insgesamt 24 Leute mit. Ich habe diesmal mich rausgelassen. Von daher darfst du einen Schritt nach vorne gehen. Komm zu mir, Karchen. So. Jetzt wird langsam eng hier bei 2 Leuten. Mr. Relix. Jo. Meine Freundin heißt Katja. Nein. Richtig. Oh. Mr. Asperix. Meine Freundin jo. Heißt Diana. Nein. Richtig. Was für ein Ex? Mr. Loli. Meine Freundin heißt Susanne. Ja. Nein, ich würde niemals den Namen meiner Freundin verraten. Von daher darfst du dahin gehen. Noch ein Schritt, komm. Noch ein Schrittchen, gut. Ich stehe gleich unten. Ja. Wenn sie noch steht. Fred, meine Freundin ist 3 Jahre älter als ich. Stimmt das oder stimmt das nicht? Es stimmt nicht. Richtig. Meine Freundin ist mich nur 1 Jahr älter als ich. Stimmt das, Evo Games? Ja. Nein, das stimmt nicht. Darfst auch bis vorne an den Abgrund gehen, komm. Genau. So, Horst Schlemmer, meine Freundin ist nämlich gleich alt. Oh mein Gott. Ehrlich. Was? Oh mein Gott, letzte Frage. Ich lauf was? Weg. Ja, ja. Ja, da hast du recht, tatsächlich. Oh, so. Soul Reaper. Ich fahre momentan als Auto einen BMW. Ja? Nein, ich fahre überhaupt gar kein Auto. So, darfst bis da vorne hingehen hier. Bis zum vorletzten Schritt. So, Mr. Karchen, aber ich fahre einen Motorroller. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt nicht. Richtig. So, Mr. Relix, ich besitze einen Führerschein. Ja. Nein, das stimmt nicht. Dahin. Ah. Perfekt. Alter, du hältst dich ja mal echt krass hier hinten, hä? Ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen was Schwierigeres für dich einfallen lassen.
Wenn ich vom Einkaufen komme, oh, dann schmeiße ich grundsätzlich alles mein Kleingeld in ein Glas hinein. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich sage ja. Wow. Tatsächlich, das stimmt. Du willst ja auch für die Leute was tun. Also sparst du auch. Loli, und da habe ich jetzt mittlerweile über 1000 Euro drin. Stimmt das? Ja, das hast du früher zumindest auch schon mal gesagt. Nein, das stimmt nicht. Oh, schade. Nein, schön ein Abgrund davon. Nein. Aber es sind mehr als 500 Euro, Fred, stimmt das? Ja. Richtig, das stimmt tatsächlich. Ah. Ibus Games. Ich habe momentan hier bei mir direkt vor meiner Nase eine Flasche Cola stehen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt. Nicht. Und tschüss. Was? In die andere Richtung. Und alle, hopp. Ja, ja. Ja, nimm den anderen nicht mit, ne? Boing. Horst Schlemmer. Das Einzige, was ich momentan direkt vor mir habe, ist mein Mikrofon. Stimmt das? Ja. Richtig. Soul Reaper. Was frage ich dich denn? Heute wird ein Video freigeschaltet, beziehungsweise es ist schon freigeschaltet. Du musst jetzt ganz schnell antworten. Ist es ein MW3-Video? Sag schnell. Nein, nein. Hast du recht. Mr. Karchen, es ist ein Need for Speed-Video. Nein. Doch, es ist ein Need for Speed. Und tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ein Stock im Arsch. Oh mein Gott. Da geht's tief runter. So. Ich habe als Kind früher ein Igel gehabt als Haustier. Stimmt das, Relix? Nein. Nein, das stimmt auch nicht. Aber Asterix, ich habe hinterm Haus eine Familie Schwäne gehabt, die mir aus der Hand gefressen haben. Stimmt das oder stimmt? Woher weißt du das alles? Vielleicht müssten wir unheimlich sein. Es gab bis jetzt. Früher gab es mal. Also es gibt ja einen Stalker von mir, ne? Nein, 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 nein. Aber ich glaube, du bist der Nächste hier. So, Loli. Du hast eine Kappe auf. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nö. Doch, das stimmt. Du hast eine Kappe auf. Ja, schade. Komm. Ja. Komm. Na los. Weg ist er. Fred. Du hast einen Zopf. Nee, das stimmt nicht. Doch, du bist eine Frau und hast einen Zopf, mein Freund. So, Horst Schlemmer. Du hast aber lange Haare. Nein. Das stimmt tatsächlich nicht. Du hast keine lange Haare. Ich bin kein 80er. So, mein Freund, bleib mal stehen. Muss mal gucken, was du so alles hast hier. Oh. Ah, du hast eine Blendgranate hinten dran stecken. Nee. Stimmt, das sind zwei. Jetzt kommen wir wieder zu ihm. Du hast auch zwei Blendgranaten hinten dran hängen. Relix. Ja, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Du klar, hast da, nein, so, okay. Da hängen leider keine. kann ich ja nicht helfen. So, na dann, komm. Da vorne hin. Wow. Asterix, bleib mal stehen. Komm, ich will mal gucken, was du so hier rumhängen hast. Asterix, du hast drei Rauchgranaten hinten am Gürtel hängen. Nein. Doch, das stimmt. Hä? Ja, du hast tatsächlich drei Stück da dran. Du kannst es dir nachher im Video angucken. Komm, da hinstellen. Noch ein Schrittchen, komm. Pass auf, der verliert nachher noch. Achso, hier, Fred. Ja. So, Lass mich überlegen. Ach, mach bitte nicht so was Schweres. Lass mich überlegen. Ich habe zwei Laptops. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Horst Schlemmer. Ich habe insgesamt mit Laptops, PCs und so weiter vier Stück hier stehen. Mit was noch? Also, ich habe jetzt beispielsweise zwei PCs und zwei Laptops. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nee. Bitte? Nee. Doch, das stimmt. Tschüss. Warte. Das war schön mit dir. Geronimo.
So, sorry, Bob. Ich habe insgesamt 6 Headsets. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ne, stimmt nicht. Doch, das stimmt. An den Abgrund, mein Freund. So, jetzt sind wir... Relix, ich habe insgesamt 6 Mäuse. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt tatsächlich nicht. Denn ich habe 4 Mäuse, Asperix. Nein. Tatsächlich nicht. Denn ich habe 2, Fred. Ja, das stimmt. Ist hier irgendwo eine Kamera? Ich habe dieses Programm, das dein PC ausspionieren kann und dann... Soul Reaper, ich habe einen Sitzball, der ist grün. Ja. Nein, er ist orange. Verdammt. Haus drin. Tschüssi. Oh. War wohl übergewichtig. Wollte ich gerade sagen, das gab einen Fettfleck. So, Relix. Jo. Ich habe im rechten Bein durch einen Motorradunfall noch Metall im Fuß. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nein. Doch, das stimmt. Auf Wiedersehen. Ino, da bist du nicht der Einzige, der Metall im Fuß hat. Ja, Asperix, im linken Fuß habe ich das auch. Nein. Doch. Nein. Ich sag dir, du verurteilst Asperix. Ach komm, einen kleinen Schritt kannst du noch, Asperix. So ist fein. So, Fred. Ich habe damals mal einen Motorradunfall gehabt, wo ich mir nicht nur das Bein gebrochen habe, sondern ich bin so über den Asphalt gerutscht, dass ich mich dabei verbrannt habe. Und das vom Fuß bis über die ganze Schulter hoch bis zum Kopf. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Okay. Und das tut schweineweh, wenn sie das rauswaschen im Krankenhaus, glaubst du mir? Ich habe echt geschrien. So, Asperix, du bist jetzt erstmal der Gewinner. Ich stelle mich jetzt auf gleicher Höhe und wir stellen uns jetzt gegenseitig Fragen. Okay. Wir versuchen jetzt wirklich, ne, eine Geschichte zu erzählen, die wirklich außergewöhnlich ist, ja, die einem so normalerweise als Mensch so nicht immer passiert. Ja, du fängst an. Ja, dann sage ich mal so. Wirklich eine Real-Life-Geschichte? Ja, klar, eine Real-Life-Geschichte und ich muss dann erraten, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich wurde, seitdem bei mir ADHS festgestellt wurde, gemobbt. Das stimmt. Richtig. Okay. Ich hatte meine erste Freundin, mit der ich, sagen wir mal, mit der ich etwas näher gekommen bin, mit 8 Jahren. Nein. Doch, das stimmt. Oh. Komm. Ino, du hängst. Auf geht's. Du machst mir ganz hier. Muss ich springen? Na, du musst mir mal eine Geschichte erzählen. Ah, okay, gut. Ich bin vor 2 Jahren aus der Schule erst rausgegangen. So, 10. Klasse. Es stimmt nicht. Falsch. Es stimmt? Es stimmt. Scheißdreck. So. Ich bin mit einem Auto hinter einem anderen Auto hinterhergefahren. Und das hatte neue Bremsen und es war Winter. Ich habe gebremst und war mit 60 Stundenkilometer nur unterwegs. Und trotz alledem ist das Auto ausgebrochen und ich habe mich 3,5 Mal überschlagen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt nicht, du hast noch nicht mal einen Führerschein. Doch, ich habe damals einen gehabt und ich habe mich tatsächlich 3,5 Mal überschlagen. Oh. Deine Geschichte? So, nach 2 Tage, nachdem ich meinen Staplerschein gemacht hat, hatte ich schon meinen ersten Unfall und habe den Stapler die Gabel weggebrochen. Stimmt nicht. Stimmt. Echt jetzt? Ja, das ist mir echt peinlicherweise passiert. Oh oh. Halleluja. So.
ich bin, oder ich, ich war Hessenmeister im Hochsprung. Stimmt. Stimmt tatsächlich. Okay, du? Ich mach seit knapp, ja, einem Monat Videos bei YouTube. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Oh! Und tschüss. Er hat vorhin noch gefragt, ob er das mit aufnehmen darf. Ja. Hey, er kann nicht sterben, pass mal auf. Warte. Na gut, schreibt's mal in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, ob ihr mehr von sowas sehen wollt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben oder nach unten. Vielen Dank fürs Zuschauen, Otz drin. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss. Miau. Tschüss. Miau. Haut rein.